Grüß Gott aus Würzburg, Herr Dr. Schiffmann. Sie haben mich ja in dem letzten Video direkt angesprochen und wenn wir schon nicht telefonieren oder anderweitig korrespondieren, können wir uns ja Videobotschaften schicken. Es ist bedauerlich, dass Hochwasseropfer nicht so viel Hilfe bekommen, wie sie bekommen könnten. Zum Glück sind Hochwasseropfer allerdings nicht auf diesen Moneypool alleine angewiesen, den sie gesammelt haben. Es gibt viele Hilfsorganisationen, staatliche Stellen, die Hilfe leisten. Da kann man jetzt drüber streiten, geht das nicht auch besser? Aber der Umstand, dass jetzt von den 695.000 Euro, die in Ihrem Moneypool zusammengekommen sind, dass davon noch nichts oder nicht viel an die Hochwasseropfer ausgezahlt wurde, liegt nicht am Volksverpetzer und sicherlich nicht an mir. Der Volksverpetzer, den ich übrigens nicht anwaltlich vertrete, hat sich zu dem Thema gar nicht geäußert, zu dem Zeitpunkt, als Sie das Video gemacht haben. Daraufhin hat er das Thema allerdings aufgegriffen. Auch ich habe mir die Probleme nicht ausgedacht, die ich in einem vorangegangenen Video beschrieben hatte hinsichtlich Zahlungsabwicklungsgesetz oder dem Problem mit den 100%, die Sie versprochen haben. Und sagten Sie mir zwar, dass Ihre Anwälte das anders sehen und ich Ihnen leid tue, aber ich sehe ja, dass Ihre Anwälte offenbar zu einem ganz ähnlichen Ergebnis gekommen sein müssen. Denn Sie haben ja am Tag danach angekündigt, dass Sie jetzt eine Lösung gefunden haben, die darin bestehen soll, dass jetzt Bürgerinitiativen sich gründen sollen, und zwar als eingetragener Verein. Flutopfer für Flutopfer oder wie auch immer die sich nennen sollen, sollen sich also zusammenstellen. Die dürfen aber keine Kosten aus dem Pool entnehmen. Sie müssen diese Kosten selbst tragen. Die müssen quasi dieses Versprechen, was Sie abgegeben haben mit den 100%, dann selbst umsetzen. Ja. Und das ist natürlich genau die Schwierigkeit. Hilfe unter Menschen zu bringen, kostet Geld, kostet Aufwand. Und Sie hätten natürlich selbst die Gummistiefel anziehen können, anstatt im Reisebus Reden auf den Marktplätzen zu halten, was man natürlich machen darf. Aber Sie hatten sich dagegen entschieden, selbst vor Ort zu gehen und die Hilfe zu verteilen, was ja eigentlich das Attraktive an Ihrer Aktion war, dass Sie vorhatten, 100% tatsächlich auszuzahlen oder zu übergeben an die Flutopfer, was jetzt nicht funktioniert. Und jetzt haben wir die Situation, dass Sie sagen, da müssen sich jetzt Vereine konstituieren, eintragen, Gemeinnützigkeit womöglich noch erst akzeptieren und dann können Sie einen Antrag bei Ihnen stellen. Bis dahin wird viel Zeit ins Land gehen, ob das Geld bis dahin noch gebraucht wird. Sicherlich, Geld kann man immer gebrauchen, aber die Flutopfer werden viel dringender jetzt dann angewiesen sein auf Spendenorganisationen wie zum Beispiel Deutschland, Aktion Deutschland hilft oder die Caritas. Es ist nur so, dass diese Organisationen natürlich nicht unentgeltlich arbeiten. Die haben einen finanziellen Aufwand. Bei Deutschland hilft ist es beispielsweise so, dass von den 100 Euro, die dort an Spenden reinkommen, 13% für Aktions- und Betriebskosten aufgewendet werden. Also damit kann man das Geld quasi nicht zu 100% weiterleiten. Etwas günstiger ist das Verhältnis bei der Caritas. Da, warum auch immer, vielleicht weil sie an der Stelle weniger Overhead haben, kommen immerhin 90% der Spende an und nur 6,2 plus 3, also 9,2% werden für Overhead, Marketing, Verwaltung ausgegeben. Und das ist eigentlich ein guter Deal. Sie werden es nicht schaffen, günstiger Spendengelder sinnvoll und legal zu verwerten. Deshalb wäre meine Empfehlung, legen Sie einfach diese Prozente drauf. Wenn Sie die Prozentrechnung betrachten, müssen Sie eigentlich noch ein bisschen mehr drauflegen als nur die 9,2%. Das kann man aber leicht ausrechnen, um die Verwaltungskosten abzudecken. Und Sie können dann auch Ihr Versprechen, 100% der Spendengelder ankommen lassen, erfüllen. Wäre also eine Möglichkeit, entweder indem Sie selbst Geld aufbringen, anstatt die Arbeit zu erbringen, einen neuen Moneypool-Spendenaktion zu organisieren oder Sie fragen einige Ihrer Großspender, ob sie damit einverstanden sind, dass deren Geld eben nicht für die Flutopfer, sondern für die Organisation der Spendenverteilung aufgewendet werden. Das wäre also eine Möglichkeit und an der Stelle, der Grund für die Verzögerung liegt nicht am Recht, nicht am Mainstream-Rechtsstaat und schon gar nicht am Volksverpetzer oder mir, sondern es liegt an Ihnen, ob Sie jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Hilfe bei den Flutopfern, die es wirklich jetzt brauchen, ankommt oder nicht.